Das ist Tim. Als Vereinsmitglied des FC Schalke 04 ist er selbstverständlich bei der Mitgliederversammlung dabei und stimmt dort auch über wichtige Satzungsänderungen ab. Dieses Jahr geht es unter anderem um die Zusammensetzung des Wahlausschusses. Tim überlegt, was macht der Wahlausschuss eigentlich genau und warum ist die Zusammensetzung so wichtig? Um die Funktion des Wahlausschusses zu verstehen, ist es wichtig, auch zu wissen, was der Aufsichtsrat macht. Dieser umfasst 11 Mitglieder, die den Vorstand und damit das wichtigste operative Gremium des Vereins kontrollieren. Der Aufsichtsrat selbst ist zwar nicht operativ tätig, muss aber größere Entscheidungen des Vorstandes genehmigen. Der Aufsichtsrat übernimmt somit eine sehr wichtige Rolle. Und hier kommt der Wahlausschuss ins Spiel. Aus mehreren Bewerbungen wählt er geeignete Kandidaten aus, von denen später 2 durch die Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Für diese Aufgabe müssen die Mitglieder des Wahlausschusses qualifiziert sein. Aktuell werden alle 8 Wahlausschussmitglieder von der Mitgliederversammlung für 4 Jahre direkt gewählt. Übrigens, wer Mitglied im Wahlausschuss werden will, muss mindestens 1 Jahr Mitglied im Verein sein und die Unterstützung von mindestens 3 anderen stimmberechtigten Vereinsmitgliedern vorweisen. Tim weiß nun, was der Wahlausschuss macht und wie er sich aktuell zusammensetzt. Er überlegt, was würde durch den Satzungsänderungsantrag anders werden. Der Antrag sieht vor, dass die Anzahl der Mitglieder im Wahlausschuss von 8 auf 10 erhöht wird. Die Mitgliederversammlung wählt davon zukünftig 5 Mitglieder direkt in den Wahlausschuss. Die restlichen 5 Sitze werden durch die anderen Vereinsorgane, also Vorstand, Ehrenrat, Sportbeirat, Ehrenpräsidium und den Aufsichtsrat besetzt. Da die Vereinsmitglieder auch bei der Besetzung dieser Gremien eingebunden sind, behalten sie also einen indirekten Einfluss auf die weiteren 5 Mitglieder im Wahlausschuss. Ehrenrat, Sportbeirat und Ehrenpräsidium können dabei Wahlausschussmitglieder aus den eigenen Reihen oder externe entsenden. Der Aufsichtsrat und der Vorstand hingegen dürfen niemanden aus den eigenen Reihen entsenden, damit Abhängigkeiten vermieden werden. Stattdessen können sie eines der mehr als 145.000 Mitglieder des Vereins für den Wahlausschuss benennen. So ernennt jedes Gremium für den Wahlausschuss einen Kandidaten, der ihrer Meinung nach qualifiziert ist, um das Bewerbungsverfahren zur Wahl des Aufsichtsrats zu begleiten und die 5 von der Mitgliederversammlung gewählten Mitglieder zu unterstützen. Gemeinsam wählen diese 10 dann mit einfacher Mehrheit Kandidaten für die Aufsichtsratswahl aus. So bereichert die neue Zusammensetzung nicht nur den Wahlausschuss, sondern hilft letztendlich auch dem ganzen Verein. Tim hat nun verstanden, was sich durch den Satzungsänderungsantrag ändert. Jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er diesem Antrag zustimmen will. Und du? Bei der Mitgliederversammlung am 25. Juni 2017 hast du die Wahl. Wir leben dich.